Guten Abend. So schaut das gerade bei mir im Becken aus, wenn nicht gefüttert wird oder sonst irgendwas los ist. Hier die Empafinis liegen ganz entspannt herum. Die Loricaria sowieso. Da hinten liegen Leontichthys in der Strömung, die hier hinten aus dem Mattenfilter kommt. Genießen das richtig und liegen da alle davor und streiten sich um die besten Plätze. Schauen wir mal hier nach rechts. Da haben wir noch einen Loricaria. Hier hinten die drei Iguanodectes, die Eidechsen-Salmler, die ich neu geholt habe. Die sind leider noch ziemlich scheu. Ja, ich halte jetzt einfach mal drauf und wir schauen uns an, was passiert, wenn ich ein bisschen Artemia hier reinleere. Ich achte hier auf den Impafinis, der Rest wird sich, glaube ich, nicht so großartig bewegen. Ja, die Lutzichler hat es bemerkt jedenfalls. Ja, die Welse kommen raus. Die Impafinis erwachen auch zu neuem Leben. Man sieht, sind hier gleich voll dabei und wuseln herum. Erwartet man gar nicht, wenn man sie sonst sieht, aber bei der Fütterung sind die schon echt aktiv dabei und schlagen sich die Bäuche voll. Ja, jetzt hat man kurz den metallisch blauen Glanz gesehen. Der kommt leider nur manchmal zur Geltung, wenn sie gerade richtig zum Licht stehen. Wobei ich sagen muss, in echt sieht man es noch mehr als am Video. Also sie schauen schon ein bisschen besser aus. Aber nichtsdestotrotz finde ich sie so oder so sehr interessant und toll mit diesen langen Schwanzflossen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber sehen schon super aus. Und so langweilig, wie man vorher vermuten hätte können, sind sie auch nicht. Ja, das sind der größte Lamotichtis, der da hinten hängt. Ich begleite es einfach einmal, diesen Impafinis da. Vorausgesetzt, er bleibt halbwegs dort, wo man ihn sehen kann. Da hinten ist die Telezichler. Dem taugt dieser Steinaufbau dann natürlich auch. Hinten hängt ein Pterostoris rum, ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Unten drinnen, da sieht man vor dem Telezichler die Rückenflosse von einem Lamantichtis. Ja, ihr seht schon, die haben auch jetzt schon einen ganz schönen Bauchumfang nach der Fütterung. Die hauen richtig rein, sehen super aus. Also die waren wirklich unkompliziert bei mir. Haben überhaupt keine Probleme gemacht. Die gehen ein ganz normales Frostfutter und wie man sieht auch nicht zu langsam. Also wenn die in Zukunft öfter eingeführt werden, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass man sie durchaus auch in einem normalen Gesellschaftsbecken halten könnte.
Weil so schwierig sind die nicht. Ja, jetzt kehrt langsam wieder Ruhe ein. Die Welse bekommen natürlich nicht viel ab bei diesem Fressen, aber ein bisschen schon. Der Osterosoma. Die Lutzichler. So, schauen wir uns den nochmal genau an. Und dann verabschiede ich mich auch wieder. Und bis zum nächsten Mal.